Hallihallo und herzlich willkommen bei Star Wars The Old Republic hier auf Thirsty's World mit Tihazar Sis. Weiter geht's auf Balmorra, wo wir die großen epischen Abenteuer erleben oder auch nicht. Naja, jetzt muss ich noch ein paar von den Seismik-Sensoren finden und die Energiekerne entfernen und natürlich hier mit der Nebenquest besiege die balmorianischen Widerstandsgruppen. Naja, mal sehen, wie es weitergeht. So, er zeigt mir an hier geradeaus noch ein bisschen. Da müsste irgendwo noch der dritte Energiekern liegen. So. Oh, hier wimmelt es ja nur so von balmorianischen Widerstandsgruppen. Und da kommt Vesta Firefly, Petera Firefly. Aha. Ja, ja. So ist das. So, da vorne müsste die sein. Naja. Wenn wir schon mal dabei sind, dann kann man die ja auch mal ein bisschen schnitzen. Ne? Ach, da haben wir sogar gleich den tollen Energiekern gefunden. Na, wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Da steht er ja. Scharfschütze. Ich muss erst mal gucken, ob noch alles an mir dran ist. Ach ja, ist schon alles. Da brauchst du keine Angst zu haben, Wette, da ist schon alles an mir dran. So, ich muss nur mal was hier gucken. Ach, da ist der zerschlagen. Ha. So hab ich, achso, die Medipacks habe ich mir da eigentlich. Gut, okay, alles klar. Ja, ja, was ist das? So, jetzt muss ich wieder gucken. Wo gibt's den letzten Sensor? Ach, da. Da ist der letzte Sensor.
irgendwo dahinter irgendwo liegen. Das muss ja das komische, der komische Energiekern wieder sein. Ja, tun du mal rum, da hast du was zu tun. Schön gezeichnet, so wunderbar, dass man alles findet, nur nicht das, was man braucht. Aber kein Problem, ich habe ja schließlich den goldenen, silbernen und bronzenen Orden im Verlaufen. So, tja, wo wird das nur sein wieder? Wo wird dieser blöde Energiesensor nur wieder sein? Ach ja, ach so, das ist der vierte Energiekern. Flashpoint. Ach, das ist Flashpoint. Musste ich doch da unten rein. Ja, hab ich mich schon mal vertan. Mein Gott, kann auch mal passieren. Hopp! Zeldrate. Naja, so verhungert sah der aber gar nicht, hat er aber gar nicht gekämpft. Er war ein bisschen wenig verhungert, der Arme. Oder der Unarme. Bin ja gar nicht nett. Verhungert er hier. Also die Leute vom, die Viecher von dran. So. Das muss ja hier irgendwo. Ja. Irgendwo. Gegen die man dann wieder nichts machen kann. Und so, Wetter, wo bist du denn jetzt, meine Kleine? Bettchen. Wetter? Ach, hier liegt sie. Mensch, Wetter, was machst du für Sachen? Dankeschön. Das machen wir doch gerne. Mensch, Mensch, Wette. Muss auch schön an meiner Seite bleiben. Auf jede Wette, Wette. So. Das ist noch erledigt. Aber es müssen noch ein paar von diesen Herrschaften umgebracht werden. Widerstandskämpfer, die so viel Widerstand umkämpfen. Oder die mit Widerstand kämpfen. Oh, da ist auch Wetter. So. Und ja. Yeah.
Ja, mach das mal. Das ist keine schlechte Idee. Sollst du nicht, meine Kleine? Warum sollst du denn jetzt Angst haben? Wie war das denn zu verstehen? Hier habe ich immer noch. Das wäre dann hier Vorsicht walten lassen. Auf Auslöschung der Vergangenheit. Helden 4. Oh, da muss ich, das ist eine Vierer-Mission. Da muss ich dann Schwerenschütze Lebenslänge. Nee, Junge, das ist eine Vierer-Mission. Da muss ich dann mehrere mehr antun. Das geht dann nicht so mit. Nur für Sie. Oh, danke. Habt ihr mich vermisst? Ja klar, Wettchen. Dich vermissen wir immer. Hacken 90. Naja. Das geht wohl nicht so ganz. Widerstandes versuche ich noch eben zu kriegen und dann ist es aber auch schon wieder soweit. Na, sind wir noch ein bisschen mehr, aber jawohl. Leveln.
sonst Bösewicht. Nein, imperialer Soldat. Aha. Hier ist imperial irgendwie was. Das ist hier schon mal von Vorteil. So. Das war's dann auch schon wieder mit Let's Play Star Wars The Old Republic. Bis zum nächsten Mal hier bei Tohelgi auf unserem Channel hier mit Thea Saas.